Ah ja, so war aber du nun mal doch erzählt weiter. Nun, was soll ich sagen? Ich war doch mehr als verwundert über solche Eigenarten. Als ich zurückkam, hatte er auch noch die Wachfrau vergrault. Einen ganzen Mond lang war es unleidlich, war unleidlich und aufbrausend. Jedenfalls habe ich nie wieder Hand an eines seiner Kleidungsstücke liegen lassen. Ach, da fehlt mir schon der gute Herr vom Eberstamm. Doch vorher ist genug der alten Geschichten. Kann ich euch sonst noch was für euch tun? Nein, Wirwurst, das war vorerst mal alles. Hab Dank. Das Haus. Was für ein stattliches Anwesen. Arthur führt ein wahrhaft angenehmes Leben, auch wenn es viel zu kurz war. Gerne wäre ich hier noch Gast gewesen, aber nun, da das Haus mir gehört, werde ich mich hier niederlassen. Verdock ist schon ein schönes Pflaster, auf dem es sich gut leben lässt. Ja, Verwalter Wirwasch ist ein kauziger Kerl, und ich glaube, er wird seine Arbeit gut machen. Vorbereitung für die Drachenqueste. Rakorum bat mich, in einem Brief zum Hesindetempel zu gehen, um Dorian von Kuslik bei den Vorbereitungen zur Drachenqueste zu helfen. Ja, sprich mit Dorian. Ich soll Dorian von Kuslik im neu erbauten Hesindetempel aufsuchen und herausfinden, wie ich ihm helfen kann. Naja, nur das, den Brief. Den darf ich nicht sehen. Auch gut. Gut, Landkarte, Türe. Ja, das Fass kann ich mal zur Abwechslung nicht zerhauen. Ah, also hier scheint was zu sein. Hier ist Wirwosch. Ja, die Türe können wir auch mal wieder zumachen. Nein, ich kann keine Türen in diesem Spiel zumachen. Wie unpraktisch. So, das hier ist der Lagerraum. Hier habe ich sehr viele Regale und Truhen und alles, in dem ich Sachen aufbewahren kann. Also hier bewahre ich jetzt erst einmal so Schmiedematerialien auf. Also das war der hier. Wertvolles Zeug, wie Edelsteine und Blattgold hier. Hier sind Säcke. Da könnten wir das Zeug mal verstauen. So, hier im Schrank können wir Kräuter, die wir mal nicht brauchen, verstauen. Und das Quellwasser, Giftzähne. Noch mehr Quellwasser, Alkohol. Ja. Gut, in dem Schrank hier in der Ecke können wir das hier lagern. In dem Schrank lagern wir mal die Sachen. So, und jetzt sind wir, glaube ich, recht leer. Ja. Schritt für Schritt. Gut, dann gucken wir uns mal weiter um. Ja, gut, hier können wir nicht durchlatschen. Koch- und Feuerstelle und alles. Ja, hier könnten wir unsere Alchemisten in der Werkbank reinstellen und nachher das ganze Alchemiezeug da drin lagern. Da geht's in den Garten. So, hier oben gibt es auch zwei Zimmer, ja. In die wir reingucken können. Das sieht aus wie ein Esszimmer.
Hier geht's auf den Balkon raus, wo sie die ja, in den Garten geht runter. Das sieht aus wie Ados Arbeitszimmer. Hier ist ein verschlossener Raum. Mann, jetzt muss ich es mal gerade kurz suchen. Mal sehen, ob ich es finde. Da ist es. Jedenfalls eines von beiden Bildern. Das wir aus Drachengesang am Fluss der Zeit kennen, nämlich aus dem Intro. Mit Ado, Guano, Forgrim und Klein Kleddis. Es ist die Frage, wo ist das andere Bild? Oder gibt es das hier nicht? Hier sind ein paar Bilder, aber es kann auch sein, dass das am Fluss der Zeit Bild. Oh, ein Bild vom Grafen, ein Bild von Cledis. Das Quano sein da drüben. Ein bisschen gepflegter. Also gut, ja. Wie gesagt, hier die Alchemiebank. Hier können wir gerade nichts. Und ich will jetzt nicht gerade das Geld. Hi, Katzi. Hey, Kätzchen. Ja, Einbeeren- und Würselkraut. Hier könnte die Schmiede. Ja, hier kommt die Schmiede rein. Also die Schmiedewerkbank, weil hier ist schon eine Art Schmiede. Was heißt die Schmiedewerkbank? Und hier kommt die Werkbank rein, ja. So, das Schöne am Garten ist, Ich mach das schon. hier wachsen die Kräuter, die wir schon eingesammelt haben. Das Gute ist aber, ich glaube, im Garten war es so. Nein, okay, ich nehme es zurück. Ich dachte eigentlich, im Garten wäre es so, dass die Kräuter immer ein Erfolg wären, nur dass die Zahl random ist. Das Würselkraut ist schon mal erfolgreich. Und ja, wir können mal wieder rauszoomen. Schon geschehen. Auf jeden Fall sollten wir immer, wenn wir zurückkommen, gucken, ob im Garten was Neues nachgewachsen ist. Und ja, für den Anfang können wir ja auch eben. Ah, Fehlschlag. Das ist zu weit, das ist zu weit raus. Es gibt also nur drei Zoom-Stufen. Okay. Das heißt jetzt. Wir haben uns im Haus umgeschaut. Viel gibt es jetzt nicht am Anfang, weil wir keine Werkbänke haben und nicht viele Begleiter. So, wir sollen auf jeden Fall zum Esinde Tempel. Da ist Spieß Effing, da ist eine zwielichtige Person. Ja, jetzt sind die Zwergendrillinge hier. Oh, der Bärenmann ist weg. Ah ja, aber guck mal, wer hier ist. Salina. Die wird sich sicherlich schon freuen, wenn sie hört, dass
Dranor im Gefängnis gelandet ist und immer noch unsere Maske hat. Wir denken uns ein neues, ehrliches Spiel aus. Gut. Hamlock, sieh doch, wer da ist. Ah, ja, glaubt man's denn. Aber hallo. Ach, wen haben wir denn da? Ihr seid es. Ihr seid es. Ich hätte nicht gedacht, dass sich unsere Wege so bald wieder kreuzen. Salina, es freut mich, euch wiederzusehen. Ich hoffe, eure Reise hier war angenehm. So angenehm, wie sie neben Hamlock sein kann. An irgendjemand muss ich doch meine neuesten Scherze ausprobieren. Ich habe von dem Mord an eurem Freund gehört, Benno, ihr. Mein herzliches Beileid. Hab Dank, seit ich den ersten Schritt nach Ferdok tat, ging es nur noch drunter und drüber. Ja, mir geht es ähnlich. Habt ihr von der Verhaftung Dranos gehört? Erst da ich mich darauf anspreche, ja natürlich, wir trennten uns vor den Stadttoren. Er wollte einen anderen Weg hinter die Stadtmauern nehmen, doch wurde er wohl wegen einer Gaunerei aus vergangenen Tagen verhaftet. Dranor hin, Dranor her, ich kann den Namen nicht mehr hören. Er hat seine gerechte Strafe bekommen. Ich kenne die Geschichte nur zu gut. Er hat sie mir tausendmal erzählt. Er ist unschuldig, doch ohne Beweise lässt sich die Stadtgarde davon nicht überzeugen. Wir müssen ihm helfen, Brenoir. Nicht, dass es ihm schaden würde, mal etwas über seine Taten nachzusinnen, aber dort versauern lassen kann ich ihn dann doch nicht. Versauern lassen? Hm, das scheint mir doch genau die rechte Idee zu sein. Hamlock. Ihr habt recht, Salina. Wir sollten Dranor helfen. Habt ihr denn schon einen Plan? Versteht mich nicht falsch, Salina. Ich will ihm ja gerne helfen, doch Akorin bat mich um einen Gefallen, den ich erst erfüllen möchte. Ich komme später wieder. Na, fragen wir nach dem Plan. Bevor die Vorbereitung der Festlichkeiten richtig losging, konnte ich mich ein wenig umhören. Ein paar Schmeicheleien später hatte ich bereits in Erfahrung gebracht, dass es einen Geheimgang zwischen dem alten Keller der Fardaker Brauerei und dem Verlies der Stadtgarde geben soll. Ein Geheimgang zwischen der Brauerei und dem Verlies der Stadtware? Das ist doch Unsinn. Nun ja, es heißt, dass dieser Zugang vor einigen Jahrzehnten vom Oberwachmann Baron von Stolzenberg angelegt worden sein soll. Anscheinend schmuggelt er mittels diesem regelmäßig größere Mengen Bier aus dem Ferdok heraus. Tja, bis die Sache letztendlich aufgeflogen ist. Danach soll der Zugang zugemauert worden sein. Eine abenteuerliche Geschichte, aber selbst wenn sie stimmen sollte, wenn der Zugang zugemauert ist, wie kommen wir dann hindurch? Nicht so ungeduldig, scheinbar wisst ihr nicht um die Geschichte des alten Brauereikellers. Das heißt, es gibt dort eine Wolfsrattenplage. Diese Ungetüme buddelten sich immer wieder durch die Gemäuer, um an das schmackhafte helle Ferdocker zu kommen. Die Ratten sollen aus unterirdischen Höhlensystemen gekommen sein, die Gegend unter Ferdok durchziehen. Der Geheimgang führte also zum Teil auch durch diese Höhlen. Es besteht also die Möglichkeit, durch die Durchbrüche der Ratten in den alten Geheimgang zu kommen. Doch soll es dort von diesen Viechern nur so wimmeln. Da ich weder so tapfer noch stark bin wie ihr, kann ich diese Schlacht nicht schlagen. Doch ihr seid jemand, der schon unter Beweis gestellt hat, dass er Bestien diese Art zu bezwingen weiß. Hm, also heißt es oft zur Brauerei und einen Vorwand finden, den alten Keller betreten zu dürfen. Ihr könnt dem Hanfmeister der Brauerei anbieten, euch der Rattenplage anzunehmen. Ich bin mir sicher, dass dies auf offene Ohren stoßen wird. Er soll sich nämlich bislang noch niemand bereit erklärt haben, die Rattenplage zu beseitigen. Nun gut, ich werde sehen, was sich erreichen lässt. Auf zum Hafen. Mhm. Ja, Salinas, bitte. Ich will das einklappen, ja. Salinas, bitte. Dranor hat es wieder einmal geschafft. Er sitzt im Gefängnis der Ferdocker Stadtwache. Salinas ist deshalb ganz außer sich und hat mich gebeten, ihn da irgendwie wieder rauszuholen. Ich werde sehen, was ich machen lässt, denn ohne weiteres wird die Stadtwache ihn sicher nicht gehen lassen. Lange Zutritt zur Brauerei. Salina hat mir anvertraut, dass es einen alten Geheimgang gibt, der den Keller der Brauerei im Hafen und das Verlies der Stadtkarte miteinander verbindet. Wenn ich also in den Keller der Brauerei komme, dann stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass ich über diesen Gang zu Dranor gelange. Mal davon abgesehen, dass ich unterwegs ein riesiges Rudel von Wolfsratten bekämpfen müsste, aber wer wird denn schon so kleinlich sein? Mhm. Ja, ich würde aber sagen, wir speichern als nächstes, bevor wir mit wem sollen wir hier reden? Dorion. Ja, der sollte hier doch dann irgendwo sein. Na, vielleicht kann uns der Novize dann helfen. Aber ja,
Der Tempel sieht fertig aus, anders als am Anfang, als wir gekommen sind. Ah gut, ich schweife ab. Ich wollte speichern. Das ist jetzt Let's Play 007. Speichern. Und da gibt es jetzt erstmal einen Cut. Also, bis gleich.